Ich wollte meine Frau dazu bringen, ihre ehelichen Pflichten zu erfüllen. Also ging ich nur mit einem Handtuch bedeckt in unser Zimmer. Erst da bemerkte ich, dass sie gerade ein Zoom-Gespräch führte und die Webcam an war. Was machst du da, Derek? Geh sofort aus dem Zimmer. Sie sagte, dass Tausende von Menschen auf der ganzen Welt mich gesehen hätten. Wie sich herausstellte, hatte meine Frau einen Online-Kurs gekauft. Und ihr Chef versprach ihr eine Beförderung, wenn sie ihn besteht. In den nächsten 3 Monaten werde ich abends sehr beschäftigt sein. Bitte, trage von nun an Kleidung zu Hause. Ich konnte nicht zulassen, dass irgendein Kurs mich so lange auf Hungerkur schickt. Am nächsten Tag zog ich heimlich die Sicherungen heraus und stellte den Strom im ganzen Haus ab. Derek, es gibt kein Licht und kein WLAN. Kannst du das reparieren, Schatz? Natürlich nicht. Keine blöden Kurse mehr. Ich sagte Melanie, dass ich es nicht selbst reparieren könne und dass die Elektriker nicht vor morgen früh kommen können. Ich bemühte mich, so frustriert wie möglich auszusehen. Dabei war ich überglücklich. Mein Plan funktionierte wie ein Uhrwerk. Nichts anderes stand uns im Weg. Ich zündete Kerzen im Schlafzimmer an und wartete auf sie. Bevor sie ins Bett ging, bewegte meine Frau den Kerzenständer leicht. Wir umarmten uns und ich ertappte mich bei dem Gedanken: Wow, die wird ja richtig heiß. Aber als ich mich umdrehte, sah ich, dass der Vorhang Feuer gefangen hatte. Ich war die halbe Nacht damit beschäftigt, das Feuer zu löschen und alle seine Folgen zu beseitigen. Für etwas anderes hatte ich keine Kraft mehr. Am Nachmittag wollte ich mir unbedingt das holen, was ich brauchte. Nachdem ich eine Kleinigkeit gegessen hatte, ging ich zu Melanie ins Büro und sagte ihr, der Strom sei wieder da. Ich schloss die Bürotür ab, ließ die Jalousien herunter und deutete an, dass ich eine Belohnung verdiene. Hast du den Verstand verloren? Ich esse gleich mit meinem Chef zu Mittag. Ich muss berichten, wie es mit dem Kurs läuft. Ich erinnerte Melanie daran, dass sie, als wir zusammenkamen, immer wieder solche Dates initiierte. Also warum bringen wir sie nicht zurück? Wenn du dich nostalgisch fühlst, tu so, als wärst du wieder ein Teenager. Ich gehe und du schaust dir ein Erwachsenenvideo an. Die Servietten sind da. Dann wurde mir klar, warum sie mir aus dem Weg ging. Melanie hatte einen anderen Mann und ich dachte, ich wüsste, wer es war. Ich folgte ihr ins Café, wo sie sich an einen Tisch setzte. Meine Frau unterhielt sich lebhaft mit ihrem Chef. Er kicherte und legte ihr sanft die Hand auf die Schulter. Ich war gespannt, wie die beiden auf mein Erscheinen reagieren würden. Ich erwartete Verlegenheit, auf Melanies Gesicht zu sehen. Aber am Ende geschah das Gegenteil. Ich war in Verlegenheit. Das ist mein Mann, Derek. Und das ist meine Chefin. Es war eine Frau. Sie schüttelte mir herzlich die Hand. Laut der Chefin lobte Melanie mich gerade dafür, dass ich versucht hatte, das Webinar von gestern zu retten. Die moderne Frau ist nicht nur eine Hausfrau. Es ist so cool, dass es Ehemänner gibt, die das verstehen.
Ich musste die Tatsache akzeptieren, dass meine Frau eine Karrieristin war. Ich wollte mich natürlich nicht mit dem Mangel an Intimität abfinden. Ich verglich also meinen Zeitplan mit dem von Melanie. Ich wählte Zeitfenster, in denen wir beide frei waren. Ich markierte diese wenigen Stunden als Zeit für unsere Treffen. Und als Wecksignal stellte ich ein altbewährtes romantisches Lied an. Als der lang ersehnte Tag kam, schenkte ich meiner Frau ein schönes Dessous-Set und sagte, sie habe 15 Minuten für sich selbst. Dann sollte das Smartphone sie an ihre ehelichen Pflichten erinnern. Während ich im Bett auf Melanie wartete, fand ich eine vorteilhafte Position, die meinen neuen Körper perfekt zur Geltung brachte. Aber meine Frau kam nicht raus. Ich dachte, wir würden spielen und rief sie. Doch sie reagierte nicht. Ich hörte das Wasser im Bad laufen. Aber als ich hereinkam, war ich sprachlos. Die Unterwäsche war nicht geöffnet worden und Melanies Handtuch war trocken. Sie tat nur so, als würde sie duschen. Ich durchsuchte das ganze Haus, aber meine Frau war nirgends zu finden. Ich eilte hinaus und fand sie zwei Straßen weiter. Sie saß auf dem Rasen eines Nachbarn und schaute in die Ferne. Zum ersten Mal fragte ich sie direkt, warum sie mir die ganze Zeit aus dem Weg gegangen war. Melanie kam nicht zum Antworten, denn sie wurde durch den Wecker unterbrochen. Daraufhin warf sie das Smartphone weg und brach in Tränen aus. Sie behauptete, sie stehe unter großem Druck, dass unsere Beziehung zu einer Verpflichtung geworden sei. Und dass ich von einem romantischen Kerl zu einem Pedanten geworden sei. Einem Kontrollfreak, der sogar die Liebe steuern wollte. Melanies Tonfall schien mich aufzuwecken. Ich wollte sie umarmen, mehr als alles andere auf der Welt. Aber ich wusste, in diesem Moment, dass sie mich wegstoßen würde. Und sie hätte auch recht gehabt. Also ging ich allein nach Hause. Ich lief zum Kühlschrank und riss den Kalender ab. Ich wusste nicht, dass Melanie zurück war, hinter mir stand und zusah, wie ich den Plan für unsere Intimtreffen wegwarf. Sieht aus, als würdest du dich zum Besseren verändern, Derek. Das war nur der Anfang meiner Verwandlung. Ich beherrschte mich, um Melanie nicht unter Druck zu setzen. Und ich hörte auf, die Erfüllung der ehelichen Pflichten zu fordern und beleidigt zu sein, wenn sie keine Lust hatte. Es funktionierte wirklich. Eines Tages bemerkte ich, wie sie nach dem Regal griff, um ihr ungeöffnetes Geschenk zu holen. Ich konnte meinen Augen nicht trauen, als sie mich ins Schlafzimmer winkte. Am nächsten Morgen, als ich zur Arbeit ging, sagte Melanie, dass sie sich freue, wenn ich mit ihr zu Mittag esse. Nimm keinen Wein mit. Und Essen werden wir auch nicht brauchen. Wenn du weißt, was ich meine. Ketten halten eine Ehe nicht zusammen. Wahrhaft starke Beziehungen leben in Freiheit.